S05? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Seiten auf Schalkes Chance gegen Bayern. Bruder, haben die uns gefickt, Alter. Und Bruder, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist jedes Mal. Ich mach die Musik jetzt auch aus. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße gegen Bayern, ne? Real Talk, es ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Schalke spielt die ersten 5, 6 Minuten ganz gut mit. Und dann denkst du dir, oh krass, da könnte heute was gegen Bayern gehen. Und dann kommt dieser verschissene Lewandowski und macht ein Tor. Jedes Mal! Digga, hat der irgendwie eine Wette offen bei Tipico, dass der immer in den ersten 10 Minuten Schalke auseinanderschrauben muss oder was? Das kann doch nicht sein, Alter! Mann! Dieser Lewandowski, warum? Warum? Warum macht er immer den mit uns? Das kann doch nicht sein, Alter. Warum muss auch Leon Goretzka das beste Spiel seiner verfickten Karriere ausgerechnet in dieser Saison gegen Schalke machen? Willst du mich verarschen, Goretzka? Ausgerechnet in dieser Saison musst du, wo Schalke so ein bisschen Hoffnung hatte, dein bestes Spiel deiner Karriere machen? Re-Rap und dann vor der Schalke-Kurve jubeln? Bruder, mach nicht diesen! Das war nicht Ehre genommen! Das war Hoffnung genommen! Digga, haben die uns auseinandergeschraubt, ne? Ich hab während des Spiels gestern drei Jumbo-Cocktails getrunken. Was anderes blieb mir nicht übrig. Was anderes blieb mir nicht übrig. Ey, dieser Lewandowski, ich träum von dem. Ich träum von dem. Digga, was ist denn mit diesem Lewandowski los? Der ganz ehrlich, ich komme da, wirklich, ich komme da nicht drauf klar, ne? Das ist jedes Jahr. Lewandowski könnte in der Saison, Lewandowski könnte die schlechteste Saison seiner Karriere spielen. Ja? Der könnte über die ganze Saison drei Tore haben. 1000 Minuten am Stück wäre der torlos. Der würde trotzdem beim Spiel gegen Schalke in den ersten 10 Minuten wieder ein Tor machen und wieder das beste Spiel der seiner Saison. Digga, dieser Lewandowski geht mir richtig auf die Eier. Robert, can you please stop playing good against Schalke? You are fucking us every season, every game. Don't do that. We had high hopes. High hopes for the Champions League. And you take your big Polish dick and put it inside our ass. Don't do this. Wobei Lewandowski kann auch Deutsch, ne? Ich hätte gar nicht Englisch reden müssen, aber egal. War ein bisschen für den Cringe, Alter. Digga, das kann nicht sein, Mann. Was ist denn mit Thomas Müller eigentlich los? Will der mich verarschen oder was? Thomas Müller spielt 2 Jahre lang so, als hätte der 3 Tage durchgesoffen. Und dann macht er den hier mit uns. Will der mich halt ficken oder was? Das kann doch nicht sein. Was ist mit Müller los? Aber also, bevor jetzt wieder, weil das Video wird wahrscheinlich auf dem Stream-Highlight-Kanal hochgeladen werden. Und jetzt ist es eh schon zu spät. Aber genau jetzt werden Kommentare geschrieben werden mit: Also, da sieht man mal wieder. Simon Gamer Bruder hat gar keine Ahnung von Fußball. Thomas Müller spielt schon seitdem Hansi Flick Trainer ist auf der 10 wieder überragend bei den Bayern. Ja, ich weiß. Trotzdem muss er Schalke nicht ficken. Danke der Nachfrage, ja? Danke. Aber gut, dass ihr den Kommentar jetzt hoffentlich schon geschrieben habt, weil ist gut für Algorithmus, okay? Weiter geht's. Alphonso Davies. Warum haben die dann Alaba in 10 Jahre jünger auf Crack rumlaufen? Willst du mich verarschen, Alphonso Davies? Ich dachte, er wäre Offensivspieler. Auf einmal ist das Alaba sein Sohn, seine Mutter, seine Tante. Digga, das war gestern wirklich, das war hart. Das war wirklich hart. Ich habe danach mit Nassim geschrieben. Ich meine, so Nassim, Bruder, Kopf hoch. Hast immerhin gespielt, freut mich, dass du am Start warst, 20 Minuten gespielt hast. Aber er wurde hardcore gefickt. Antwort: Ja. Ja, wir wurden gefickt. Ich weiß, ja, es ist so. Ja. Alter Falter. Bruder, warum muss denn Bayern sein bestes Saisonspiel ausgerechnet gegen Schalke machen? Was soll denn das? Was soll denn das, Mann? Und 5-0 war niedrig eigentlich. Die haben ja noch so zwei Abseitstore gemacht. Das war ein Manchester City 2.0 Spiel. Und ich war damals beim 8-0 in Manchester dabei. Ja? Und hab mir damals gedacht, oh. Oh. Ja. Ja. Aber ey, Dortmund-Fans im Chat. Ich fühl euch. Ich fühl euch. Dortmund und Schalke ist eigentlich.
Ah, war nur 7-0. Ja, okay, dann war das City-Spiel eigentlich ganz entspannt. Dortmund-Fans, ich fühle euch. Dortmund und Schalke, das ist jedes Jahr eigentlich. Bei Schalke und Dortmund ist es jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Wobei, letztes Jahr nicht ganz. Letztes Jahr hatte Schalke keine Hoffnung. Letztes Jahr sind wir nach München gefahren und wir haben uns nur gedacht, wie hoch? Aber es ist die letzten 10 Jahre eigentlich immer so gewesen, dass Dortmund und Schalke, es ist immer gleich. Die fahren nach München mit so ein bisschen Hoffnung und dann gibt's halt einfach eine doppelte Penetration. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Wirklich. Dortmund-Fans. Und das sagt euch ein Schalker. Ich umarme euch, okay? I feel you. I feel you. Ich fühle euch. Fährst da mit Hoffnung hin und wirst einfach gefickt, Mann. Ja, Fazit. Lewandowski hat nicht gechillt. Goretzka hat auf einmal das beste Spiel seiner Karriere gemacht. Cool. Fand ich nice. Mich gefreut. Schalke hatte auch insgesamt einen Torschuss von Matondo. Der war abgefälscht und ist halt irgendwie gegen die Latte geknallt. Gekullert. Das war unser einziger Torschuss. Ansonsten war es ein gutes Spiel. Also wir hatten auch, glaube ich, mal den Ball. Ja? Wir hatten auch mal den Ball zwischendurch. Wisst ihr, was das war? Wisst ihr, was das gestern war, dieses Spiel? Das war dieses Schalke gegen Bayern auf Crack-Spiel. Weil normalerweise, es gab immer zwei Versionen. Es gab die letzten Jahre immer so zwei Versionen von Schalke gegen Bayern. Version 1, Lewandowski schraubt uns auseinander. Das ist Version 1. Das war dann so 2, 3, 0, vielleicht mal 4. Version 1. Version 2, ich nenne sie die Guardiola-Penetration. Das ist dann ungefähr so. Du liegst nach einer Viertelstunde, meistens durch ein Tor von Lewandowski 1-0 hinten, und danach siehst du den verfickten Ball nicht mehr. Du verlierst vielleicht nur so 2-3-0 und das sieht jetzt nicht so krass deutlich aus. Aber du hast halt de facto in diesem ganzen Spiel zweimal den Ball gehabt. Das waren die Spiele gegen Guardiola. Und gestern war einfach Kombination aus diesem ganzen Ficksalat auf einmal. So, kein Ballbesitz, einen halben Torschuss, wir wurden gefickt. Ja, Lewandowski. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich. Also das Spiel war ungefähr so, als wenn ihr mit einem Bronze-Team einmal durch Division Rivals, Division 1 läuft. Läuft. Läuft, läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja. So hat sich das angespielt. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Keine Ahnung. Was ist denn deren Problem, dieses scheiß Bayern? Können die nicht irgendwie. Nimmt doch irgendwie so eine. So, guck mal, Bremen. Was ist denn mit Bremen? Die werden auch die ganze Zeit aktuell auseinandergeschraubt. Ja, jetzt haben die zweimal gewonnen. So, könnt ihr nicht einfach gegen Bremen so 8-0 gewinnen? Wo ist Hamburg in der Liga, wenn man sie mal braucht? Wo ist denn Hamburg? Wo seid ihr, Hamburg? Wir brauchen euch. Ihr wart normalerweise immer dieses Ventil für die Bayern, einmal im Jahr irgendwie mit so 9 Gegentoren auseinandergeschraubt zu werden. So, warum müssen wir das jetzt sein? Das ist ehrenlos. Ehrenlos. Wo ist Hamburg, wenn man es braucht? Ehrlich. Lächerlich. Maul, Hamburg ist besser als Schalke. Bruder, Hamburg spielt noch nicht mal in der gleichen Liga wie Schalke. De facto trennen uns wettbewerbsübergreifend über 13 Tabellenplätze. Ciao, Leben, Bruder. Ich glaube, ich habe kurz. Ich habe gerade alle Hamburg-Fans gegen mich aufgebracht. I'm sorry. Hamburg, steigt mal auf. Ich möchte euch gerne in der ersten Liga sehen. Ich bin ehrlich zu euch. Ey, Mann. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, die Niederlage an sich war vielleicht für den Entwicklungsprozess von der Schalker Mannschaft gar nicht mal so schlecht. So. Weil das hat diese Saison meiner Meinung nach, so natürlich hätte ich lieber in München Punkte mitgenommen, aber hat einfach gestern gesehen, war jetzt nicht so realistisch, dieser Wunsch. Aber was Schalke, glaube ich, dieses Jahr gefehlt hat, war einmal so ein richtiger Weckruf, so. Einmal wirklich so einen übel heftigen Schlag in die Fresse, zu sagen so, ey Leute, ja, ihr spielt gerade gut. Aber ey, bleib auf Teppich, Bro. Bleib auf Teppich, Bro. So, ihr seid Vierter und nicht Erster mit 15 Punkten Abstand. Ich glaube, das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine, letztendlich, ich habe es im letzten Stream gesagt, da gibt es noch so einen Ausschnitt von auf Instagram, der war in meiner Story.
So, ja. Wow, Überraschung. Schalke hat mit dem Meisterschaftskampf nichts zu tun. War ja klar. Also, habt ihr gedacht, Schalke hat was mit dem Meisterschaftskampf zu tun? Also auch Gladbach. Ich glaube, Gladbach ist ja immer noch Dritter oder Zweiter. Die haben meiner Meinung nach auch mit dem Meisterschaftskampf nichts zu tun. Auch wenn die ein paar Spieltage Erster waren in der Hinrunde. Meisterschaftskampf für mich, Dortmund, Bayern, Leipzig. Aber ehrlich gesagt, eher Leipzig und Bayern und ein bisschen Dortmund. Ist für mich eher ein Meisterschaftsdreikampf. Gladbach und Schalke glaube ich nicht, Leverkusen glaube ich auch nicht. Dafür sind die halt einfach nicht konstant genug.